Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Das, was Sie hier im Hintergrund sehen, das ist der Sitz der Landesregierung, das Palais Wittmann in Bozen. Es ist mit blauer Farbe angestrahlt worden. Das ist keine Fotomontage. Das Bild stammt aus dem Jahr 2021 anlässlich einer Aktion zum Weltautismustag. Die Freiheitlichen hätten öfters vermutlich gerne eine solche blaue Bestrahlung des Gebäudes, denn die Freiheitlichen sollen ja Teil der neuen Südtiroler Mitte-Rechts-Landesregierung werden. Und die Freiheitlichen haben genauso wie die Südtiroler Volkspartei gestern das gemeinsam erarbeitete Koalitionsprogramm noch einmal durchgelesen und vor allem genehmigt. Doch was steht da genau in diesem Koalitionsprogramm drin? Wie wollen die Freiheitlichen unser Land mitregieren? Können sie das überhaupt? Immerhin, die Freiheitlichen gibt es seit 32 Jahren und bisher waren die Freiheitlichen eine reine Oppositionspartei. Wie soll also unser Land mit den Freiheitlichen als Juniorpartner in Zukunft regiert werden? Genau darüber diskutieren wir heute bei Pro und Contra. Und deshalb habe ich heute zu mir ins Studio eingeladen als Gäste zum einen Otto Malknecht, Co-Parteiobmann der Freiheitlichen, und Brigitte Foppa, Landtagsabgeordnete der Grünen. Schön, dass Sie beide hier sind. Danke für die Einladung. Frau Foppa, auch Sie haben dieses Koalitionsprogramm durchgelesen. Wie fällt denn Ihre Bilanz, Ihr Fazit aus, so zusammengefasst in drei Sätzen? In drei Worten kann ich sogar zusammenfassen, denn ich habe gemerkt, es wird sehr viel gecheckt. Also es geht um Bürokratiecheck, um Gesetzecheck und so weiter. Es wird viel geprüft und prüfen heißt bei uns im Landtag immer, man schaut einmal, schaut so ein bisschen, wie es gehen wird. Prüfen ist kein gutes Wort im Landtagsjargon. Und dann wird auffallend viel kontrolliert. Es ist ein Regierungsprogramm, in dem man auch wirklich sieht, dass hier Rechtsparteien mitgeschrieben haben. Ich war auch interessiert daran, das ein bisschen abzulesen. Und es wird sehr, sehr viel kontrolliert. Es gibt jede Menge neue Beiräte, es gibt neue Kontrollräte. Es gibt sogar einen Kontrollbeirat oder ein Kontrollgremium der Koalition selbst. Das hat es eigentlich noch nie gegeben. Und das ist auch nicht das Gleiche wie eine normale Mehrheitssitzung. Und das zeigt auch... Also, schon mal komisch, dass der Landeshauptmann dem vorsitzt, der dann die eigene Landesregierungsarbeit kontrolliert. Aber okay. Jawohl. Wollte nur noch sagen, worauf das hinweist. Das weist nämlich aus meiner Sicht darauf hin, dass sich hier Menschen in eine Regierung begeben, die sich ganz offensichtlich nicht so richtig vertrauen. Die sich nicht richtig vertrauen oder sich noch nicht trauen. Weiß ich. Herr Malknecht, da kam jetzt schon gleich einiges auf Sie zu. Ich weiß noch, wie Sie mir einmal für die Tagesschau in einem Interview gesagt haben, wir als Juniorpartner der SVP, denn das sind die Freiheitlichen natürlich, wir als Juniorpartner werden dafür sorgen, dass in diesem Koalitionsprogramm eine gewisse blaue Handschrift erkennbar sein soll. Frau Foppa hat so schon das irgendwo auf ihre Art und Weise analysiert, aber wo haben sich denn die Freiheitlichen überhaupt durchsetzen können? Was steht im Koalitionsprogramm, was ohne die Freiheitlichen nicht drinnen wäre? Jetzt schon mal die ganze Struktur des Vertrages wurde nach unseren Vorstellungen gestaltet. Kurze Präambel, kurze Einleitungen, möglichst präzise und konkrete Maßnahmen. Der erwähnte Kontrollausschuss wurde von uns verlangt. Entschuldigung, nicht Kontrollausschuss, der Koalitionsausschuss. Das habe ich schon übernommen. Bringen lassen. Ja. Es sind bei den Schwerpunkten, zwei oder drei Punkte, die für die Freiheitlichen... Kurz diese drei, bitte. Ja. Ganz kurz. Also das eine ist mal das Thema Sicherheit. Es wird zum ersten Mal ein Mitglied der Landesregierung geben, das sich um die Sicherheit kümmert. Obwohl es ja nicht streng genommen nicht Zuständigkeit des Landes ist, aber es gibt Teilzuständigkeiten. Aber es soll jetzt eine Person geben in der Landesregierung, die sich um dieses Thema kümmert. Gut, da würde ich gerne jetzt mal einhaken, Herr Malknecht. Denn ich würde da diese drei Punkte vielleicht, die Sie uns dann auch hier im Laufe der Sendung nennen werden, einzeln vielleicht unter die Lupe nehmen. Also, ein Mitglied der Landesregierung wird sich in Zukunft um das Thema Sicherheit und öffentliche Sicherheit und Prävention kümmern. Wird das Frau Mayer sein, Uli Mayer? Ja, jetzt steht die Regierung ja noch nicht. Jetzt muss man ja mal abwarten mit den italienischen Partnern. Sie sagen aber nicht nein. Dann werden die Zuständigkeiten endgültig verteilt werden, aber erst sobald es steht. Okay. Frau Foppa. Das ist schon ein Steckenpferd der Freiheitlichen, der öffentliche Sicherheit. So gesehen ist es eigentlich nicht gut, wenn jetzt dieses Thema, das vielen Menschen unter den Fingernägeln brennt, im Koalitionsprogramm verankert wird?
Ja, das haben die Koalitionäre und Koalitionärinnen so entschieden. Ja, aber ist das nicht gut? Ja, das widerspiegelt vor allem diese Koalition. Deshalb aus dieser Sicht in Ordnung, wenn das für die Volkspartei auch gut gegangen ist. Ich muss sagen, die Gesellschaft, in der sich die Volkspartei jetzt befindet, die deutet ja in diese Richtung. Wir sehen jetzt Videoüberwachungen, wir sehen die TESA-Ausstattung für die Polizisten. Es wird ein weiteres Kontrollgremium geben, diesen Sicherheitsrat, in dem auch die Fraktionen des Landtags dabei sind. Eine Sicherheitskonferenz, glaube ich, heißt sie. Und dann wird es, und das hat man eigentlich immer den eher Linkeren vorgeworfen, es wird jetzt doch auch wieder viel auf Prävention gesetzt. Und das finde ich gut, dass das übernommen worden ist, also die Tatsache, dass man eben sagt, Sicherheit entsteht einerseits aus Überwachung, das ist jetzt Ihr Ansatz, aber, das hat man immer schlecht geredet und gerade Ihre Parteikollegin hat da immer gesprochen vom grünen, naiven Kuschel-Schmuse-Kurs und Sozialromantik. Und jetzt hat das aber Eingang in das Koalitionsprogramm gefunden, der präventive Ansatz. Und den muss man im Sicherheitsthema natürlich auch ernst nehmen. Natürlich auch die Kontrolle, das weiß man heutzutage. Otto Marquardt hat das schon angedeutet, das Land verfügt ja gar nicht mal über Kompetenzen, was die öffentliche Sicherheit angeht. Das heißt, beispielsweise kann das Land ja gar nicht über die, sage ich mal, Organisation der Staatspolizei oder Carabinieri bestellen oder mitreden. Dafür hat das Land gar keine Kompetenz. Also wozu eine eigene Landesrätin oder einen eigenen Landesrat dafür abstellen? Es geht mal darum, dass dieses Thema, was von vielen Südtirolern als wirklich sehr, sehr wichtig empfunden wird, und wir haben ja laufend auch Probleme im öffentlichen Bereich, dass dieses Thema wirklich ganz oberst, zu oberst auf die To-Do-Liste kommt. Und da ist zum einen wollen wir eben eine Aufwertung und bessere Vernetzung der Ortspolizei. Wir wollen eine gute Vernetzung der diversen Polizeiorgane. Wir wollen, dass dieses Landesratsmitglied dann auch in Kooperation mit den staatlichen Einrichtungen das Thema immer wieder weiterbringt. Wir wollen einfach jemanden, der zuständig ist und dieses Thema hochhält. Landeshauptmann Arno Kompatscher hat immer wieder auch von der Nachhaltigkeit gesprochen. Das sei ihm wichtig, dass auch das im Koalitionsprogramm für die neue künftige Mitte-Rechts-Landesregierung verankert wird. Jetzt steht zum Beispiel drinnen, der Klimaplan 2040 soll weiterentwickelt werden, wobei weiterhin auf eine soziale und wirtschaftliche Verträglichkeit sowie auf eine breite gesellschaftliche Akzeptanz geachtet wird. Heißt das, ja, wir sind für Klimaschutzmaßnahmen, aber nur dann, wenn sie nicht unbequem sind, Frau Foppa? Ja, ein bisschen klingt das schon so und auffallend ist auch, dass dieser Nachhaltigkeitslandeshauptmann, dieser Nachhaltigkeits- und Klimakompatscher, der gerade in den letzten Monaten vor den Wahlen noch zwei sehr, ja für ihn damals noch sehr wichtige Pläne durch die Landesregierung gebracht hat, einmal den Klimaplan und den Plan für die Chancengerechtigkeit, den hat er nur zur Kenntnis genommen. Aber in den letzten Monaten waren das noch wichtige Themen. Und im Koalitionsprogramm, da sieht man schon rein beim Inhalt, da ist das nicht einmal mehr ein eigener Punkt. Nicht einmal mehr ein eigener Punkt. Da verschwindet das jetzt unter ferner Liefen. Und das finde ich tragisch, denn wenn ich an die letzte Legislaturperiode denke, da hat es ja in den letzten zwei Jahren ist das Thema wichtig geworden im Lande. Aber zuerst hat man das ganze Thema Umwelt, Energie, Nachhaltigkeit dem unbedeutendsten Landesrat zugewiesen, dem Landesrat Vettorato. Die meisten erinnern sich nicht mal mehr, dass er der Umweltlandesrat war. Und dieses so wichtige Thema hat er dann kurzzeitig zur Chefsache gemacht, Landeshauptmann. Und jetzt sieht man, wie das schon wieder an Bedeutung abnimmt. Herr Marquardt, was sagen Sie dazu? Ja, wir Freiheitlichen sind auch für Umweltschutz, für Nachhaltigkeit. Also da, das können wir natürlich auch nur befürworten. Diese Passage, die Sie vorgelesen haben, die ist natürlich auf unsere Initiative da hineingekommen, weil wir wollen, dass Klimamaßnahmen, Nachhaltigkeitspolitik, dass die immer Rücksicht nimmt auf die Menschen. Es darf nicht so eine Debatte, die von den Grünen in Deutschland angefacht wurde, dass Leute etwa gezwungen werden, funktionierende Heizungen auszubauen oder zwangsweise Wärmepumpen einzubauen. Also so eine Debatte möchten wir in Südtirol gar nicht aufkommen lassen und das sieht auch der Landeshauptmann so. Ja, das war ungeschickt von den deutschen Kollegen, haben wir auch immer gesagt. Wir haben deshalb auch selbst immer in den letzten Monaten vor der Wahl gesagt, dass Nachhaltigkeit und Klimawende nur dann tragbar ist und nur dann funktioniert, wenn sie auch leistbar ist. Also von dem her ist das, glaube ich, eine Weiterentwicklung, die viele Länder in Europa nach der deutschen Erfahrung, das sind ja nicht nur Grüne in der Regierung, das sind auch Liberale in der Regierung, sie heißen ja auch freiheitlich und deshalb haben das alle zur Kenntnis genommen, dass man hier eben aufpassen muss und das Soziale mitdenken muss. Irgendwann war Nachhaltigkeit immer schon
das Gemeinsame von Umwelt, Wirtschaft und Sozialem. Im Koalitionsprogramm ist auch vorgesehen, eine Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen in Südtirol anzugehen. Herr Malknecht, wie soll das funktionieren? Dass sich die Landesregierung selbst gewissermaßen einer Kontrolle unterzieht, dass man selbst schaut, was haben wir falsch gemacht, da wird dann vermutlich nicht viel rauskommen, oder? Nein, das ist auch ein Punkt, den die Freiheitlichen da durchgesetzt haben und gefordert haben. Wir glauben, und das wird eben auch von den Koalitionspartnern so gesehen, dass es wichtig ist, diese Zeit aufzuarbeiten. Es wurde auch nicht vorgegeben, wie das genau gemacht werden soll, sondern es wurde ausdrücklich auf unsere Verlangen hin wurde festgelegt, dass es in Absprache mit allen im Landtag vertretenen Parteien soll dann eben festgelegt werden, wie das geschieht. Es gibt es auch in anderen Ländern und wir denken, dass es wichtig ist. Wichtig und notwendig, Frau Vorbach? Ja, und es gibt auch im Landtag verschiedene Initiativen aus den einzelnen Fraktionen, die auch auf dieses Thema abzielen. Ich glaube, es ist etwas, das zu machen ist, einfach um daraus zu lernen. Aber ich muss dem Herrn Malknecht einfach auch noch eine Frage stellen. Darf ich? Gerne, ich habe Sie auch deshalb eingeladen. Denn es ist hier, wir reden hier über das Programm und das ist natürlich ein Papier, aber ein Papier ist immer auch geduldig, das wissen wir. Deshalb hier sehen wir Werte festgeschrieben, die dann total kollidieren mit Aussagen, die wir vom Herrn Malknecht, von der Kollegin Mayer jetzt seit Jahren gehört haben und der jetzt auf beispielsweise sprechen wir von einer solidarischen Gesellschaft, die allen die gleichen Chancen bietet und dann gibt es aus der rechten Ecke seit Jahr und Tag Anfragen immer wieder, wenn Alphabetisierungskurse gemacht worden sind, wenn sogar Fahrradkurse für Frauen mit Migrationshintergrund gemacht worden sind, damit sie Fahrrad fahren lernen. Also all das war einmal so. Und jetzt reden wir von einer inklusiven Gesellschaft. Das ist das eine. Aber das andere, was mich wirklich bewegt und wieso ich auch gerne heute in diese Sendung gekommen bin, ist die Frage an den Herrn Malknecht. Sie sind ein Teil der Freiheitlichen Partei. Sie haben sich seit vielen Jahren sogar für die Ablösung von Italien eingesetzt. Und jetzt sitzen Sie mit einer Partei im Boot, die ultranationalistisch ist. Wir wissen, dass Giorgia Meloni das Fähnchen von Fratelli d'Italia auf der Provinz Bozen setzen wollte. Das war die Bedingung, damit sie die Schritte für die Autonomie möglich macht. Haben wir auch gerade so gehört. Die Frage, von Frau Vorbach, die Frage ist, wie geht es Ihnen dabei mit dieser ultranationalen Regierung, die Menschen, wir haben es in den Nachrichten gesehen, die den römischen Gruß machen und die noch Mussolini-Büsten stehen haben. Wie gehen Sie als Freiheitlicher damit um? Herr Malknecht. Also erstens sind das nicht Ultranationale und auch die Leute, die diesen Gruß da gemacht haben, das sind nicht Leute von der Giorgia Meloni und dergleichen. Mhm. Wir haben viele Berührungspunkte natürlich auch mit den italienischen Rechtsparteien. Was die Zukunftsvision für unser Land betrifft, natürlich sehen wir in der Idee des Freistaats Südtirol sehen wir eine interessante und zu verfolgenswerte Utopie. Wir haben aber jetzt in diesem Koalitionsprogramm uns eindeutig und auch überzeugt für die Autonomiepläne des Landeshauptmanns ausgesprochen. Ich habe diesen Entwurf, den er ausarbeiten hat lassen, auch geprüft. Er ist sehr gut und wir unterstützen das absolut und vollkommen. Aber interessant ist schon, Herr Malknecht, ich habe eine Mail erhalten von Werner Neubauer. Das ist Ihr persönlicher Freund. Und langjähriges Mitglied der Freiheitlichen Partei in Österreich im Nationalrat. Und er hat eine Mail unter anderem auch an mich geschrieben mit Vertretern dieser Truppe. Und er meinte damit diese Neofaschisten, die am Sonntag diesen Marsch in Rom vollzogen haben. Mit Vertretern dieser Truppe will Landeshauptmann Kompatscher nun eine verantwortungsvolle Zukunft für Südtirol starten? Fragezeichen. Das schreibt Ihr Freund. Ja. Politischer, aber ich glaube auch persönlicher Freund Werner Neubauer, der für Südtirol als Südtirol-Sprecher der FPÖ in Wien sehr viel auch politisch tätig war. Ja, Herr Malknecht, wie geht denn das, wenn Ihr persönlicher Freund so etwas schreibt und das alles in Frage stellt? Meinem Freund Werner Neubauer natürlich absolut recht. Mit solchen Leuten wollen wir auch nichts zu tun haben. Aber wer sagt, dass das Leute sind, die von unseren Regierungsparteien hier also ich weiß nicht, von Casa Bound habe ich da was gesehen. Es sind Splittergruppen. Also, der Senatspräsident La Russa hat gesagt, man möge doch prüfen, ob das mit dem römischen Gruß doch tatsächlich eine Straftat sei. Das möge man bitte prüfen lassen. Ist der Senatspräsident von Giorgia Meloni. Also, in den Koalitionsverhandlungen und auch schon vorher wurden
überhaupt keine nationalistischen Aussagen von den Vertretern Fratelli d'Italia gestellt, überhaupt nichts. Also im Gegenteil, die wollen zusammenarbeiten und es geht ja auch nur so. Man kann ja nicht irgendwelche Hassparolen schwingen und dann glauben, dass man gemeinsam etwas fürs Land unternehmen kann. Ja, Frau Stopper. Also mit diesem Deal sozusagen hat man sich ja etwas eingekauft, nämlich diese Weiterentwicklung der Autonomie, richtig? Also das war ja der Hintergrund, dass man jetzt mit Fratelli d'Italia diese Regierung eingeht. Für den Landeshauptmann, ja, genau. Ja. So haben wir es nach den Wahlen verstanden. Ich halte es ihm immer noch vor, dass er das nicht vor den Wahlen gesagt hat, denn dann hätten die Menschen gewusst, was sie wählen, wenn sie ihn wählen. Aber es steht nicht Arno Kompatscher hier, der ist selten im Pro und Contra. Er weigert sich, nie im Pro und Contra. Deshalb sage ich das jetzt dem Herrn Marknecht, ja, der diese Koalition vertritt. Aber wenn man sich das Programm anschaut, dann ist eigentlich der unoffensichtlichste Teil ist der Teil über die Autonomie. Dort werden die Erzählungen, Erlebnisse erzählt sozusagen, wie was man mit der Frau Meloni, wann man sich mit ihr getroffen hat. Da ist kein einziger Punkt drin, kein einziger. Alles andere ist in Punkten aufgeteilt. Und mir wäre das so wichtig gewesen. Ich hätte einmal verstehen mögen, was steckt denn dahinter? Was sind jetzt die einzelnen Punkte? Warum habt ihr oder der Landeshauptmann das den Südtirolerinnen und Südtirolern nicht gesagt, um was es da geht? Und ihr sagt es auch jetzt nicht. Es ist ja schon so, die Freiheitlichen sind ja eine patriotische oder wie Sie selbst auch sagen, konservative Partei, die wirklich jahrelang für das Modell des Freistaates gekämpft hat. Erst im September, Herr Marknecht, haben Sie selbst eine solche Veranstaltung wieder besucht. Rechtfertigt dieser mögliche Ausbau, dieser angestrebte Ausbau der Autonomiereform wirklich diese Koalition mit einer nationalistischen Partei, sprich Fratelli d'Italia, Herr Marknecht, ist das nicht auch ein Teil Ihrer eigenen Parteiideologie? Nein. Das ist einer der wichtigsten Punkte, genauso wie eben das Thema Sicherheit etwa oder das andere, was uns auch sehr wichtig ist, das Thema Wohnen, das jetzt zum ersten Mal mit 360-Grad-Blick betrachtet wird, nicht nur so in der Vergangenheit, dass man nur den geförderten Wohnbau betrachtet hat und die Sozialwohnungen, sondern auf unsere Initiative hin wird jetzt eben das global betrachtet. Man kümmert sich um den Mietmarkt, um sorglose Vermieten. Es sollen Gemeindebauten so nach österreichischem Vorbild entstehen. Wir haben das ganz konsequent gefordert, dass da eben alles mitgedacht wird und das passiert jetzt. Okay. Und Frau Foppa, Sie wollten gerade... Ja, der Teil zum Wohnen ist eine totale Bankrotterklärung für die Landesrätin Deeg, die gerade eine Reform, zwei kleine Mini-Reformchen zum Wohnbau gemacht hat. Das ist der freiheitliche Einfluss, der gute Einfluss. Und das ist aber Ihre Kollegin in der Landesregierung in Zukunft. Aber wissen Sie, so gesehen, was mich auch schon ein bisschen verwundert, die Freiheitlichen waren bisher eine Oppositionspartei. Vor 32 Jahren wurde die Partei gegründet, immer als Oppositionspartei in Südtirol politisch aktiv. Kann denn diese Partei überhaupt regieren? Ich meine, Sie haben keine Regierungserfahrung, weder auf Gemeindeebene, aber erst recht nicht auf von den deutschen Parteien hat Regierungserfahrung? Das ist ja die historische Zäsur. Die Grünen, sagt Frau Popper. Natürlich, Bozen sind wir an der Regierung. In der Landesregierung ist es zum ersten Mal, dass jetzt eine zweite deutsche Partei auch... Das Konzept der Sammelpartei gibt es nicht mehr. Wir haben eine historische Zäsur erlebt jetzt bei der Landtagswahl. Zum ersten Mal sind mehr Vertreter der deutschen und ladinischen Sprachgruppe, die nicht der Volkspartei angehören. Und das verändert das Land. Und so wir sind da jetzt live dabei. Okay, so gesehen, wer wird dieses Land regieren? Es wird eine neue Landesregierung sein, das ist klar, wir diskutieren darüber. Aber diskutieren wir doch auch einmal über die Größe der neuen künftigen Landesregierung, denn das sorgt ja vor allem auch, sage ich mal, innerhalb der Parteien für ganz gewaltige Diskussionen. Frau Foppa, Landeshauptmann Arno Kompatscher hat völlig überraschend am Freitag angekündigt, er wäre eigentlich für eine 8er Landesregierung, also für eine Landesregierung bestehend aus 8 Mitgliedern, obwohl wochenlang eigentlich er selbst immer von einer 11er Landesregierung gesprochen hat. Frau Foppa, was denn jetzt? Was würde denn dem Land am besten tun? Eine 8er Landesregierung oder eine 11er Landesregierung? Na, in erster Linie eine Führung und ein Landeshauptmann, der weiß, was er will. Also ganz ehrlich, ich habe die letzten Wochen diesen Schlingerkurs, den habe ich sehr erbärmlich gefunden. Und ich glaube auch, dass es sowas von unstrategisch ist, jetzt das alles, das Wichtigste auf die letzten Meter zu verlegen, wo man sich so erpressbar macht. Also ganz ungünstig. Dann ist es für mich kein Weltuntergang, wenn es eine Elferregierung gibt. Man wertet damit ein Stück weit die unterrepräsentierten Italiener auf. Und von dem her könnte das ruhig möglich sein. Aber man sollte das einpacken in eine gesunde Diskussion, in eine gesunde politische Diskussion und nicht in so ein
wie soll ich sagen, in so eine Machtdimension, mhm. wo man einfach nur zeigt, wo der Hammer hängt. Einmal dem einen, einmal dem anderen. Herr Malknecht, okay. Die Freiheitlichen wollen Teil der neuen Landesregierung werden. Was würde Ihnen am besten gefallen? Eine 8er Landesregierung oder eine 11er Landesregierung? In der Vergangenheit waren die Freiheitlichen immer für eine kleine Landesregierung. Mhm. Ja, wir waren immer für eine kleine Landesregierung, weil wir glauben, dass das effizienter, schlanker, auch günstiger ist. Wir werden aber jetzt sicher nicht ein Veto gegen eine Elferregierung einlegen, wenn die jetzt zustande kommen sollte, weil man muss auch die tatsächlichen Verhältnisse jetzt betrachten. Es ist eine Fünferkoalition und Südtirol braucht eine Regierung, das Land muss verwaltet werden. Wenn es dazu notwendig ist, eine Elferregierung zu bilden, dann werden wir sicher nicht uns dagegen aussprechen. Gut. Frau Voppa, noch ganz kurz. Ja, ja, die Elferregierung, die schwächt halt auch den Landtag. Also das ist so, dass der Landtag dann ganz wenig Personal nur mehr hat. Ein Drittel der Abgeordneten sitzt in der Regierung. Natürlich auch die Position des Einzelnen wird geringer. Deswegen verstehe ich auch den Freiheitlichen, der sagt, eine von 8 sein ist besser als eine von 11 sein. Aber der Landtag wird eindeutig abgewertet. Wir werden nehmen die Freiheitlichen in Kauf so gesehen? Herr Malknecht, würden das die Freiheitlichen in Kauf nehmen, eine 11er Landesregierung, diese Kröte gewissermaßen zu schlucken und gleichzeitig auch eine mögliche Abwertung des Landtages? Wäre das den Freiheitlichen, ich sage es jetzt mal provokant, der Macht wegen egal? Nein, da geht es nicht um die Macht. Ich teile jetzt die Einschätzung von der Frau Voppa, gerade was eben die Demokratie im Landtag betrifft. Aber nochmal, es geht darum, eine Landesregierung zu bilden, weil Südtirol muss verwaltet werden. Und wir sind, wie gesagt, eher für die kleine Regierung. Aber wenn es, damit eine Landesregierung zustande kommt, eine Elferregierung braucht, dann werden wir dem zustimmen. Dann würden Sie nachgeben gewissermaßen. Nicht nachgeben, sondern es ist die normative Kraft des Faktischen. Gut. Wie soll also unser Land regiert werden? Wir haben darüber diskutiert, wir haben über das neue Koalitionsprogramm diskutiert, wir haben auch über die Landesregierung diskutiert. Wer soll drinnen sitzen? Wie groß soll diese ausfallen, diese neue Landesregierung? Und vor allem, wie stellen sich die Freiheitlichen diese neue Politik vor? Nicht mehr als Oppositionspartei, sondern als Regierungspartei. Was sagen Sie jetzt eigentlich dazu? Können die Freiheitlichen überhaupt mitregieren? Sind sie dazu imstande? Und was sollte wirklich im Koalitionsprogramm drinnen stehen? Rufen Sie an, diskutieren Sie mit. Das alles morgen im Mittagsmagazin Spezial nach den 13 Uhr Radionachrichten. Zu Gast bei mir im Studio wird dann die langjährige Landtagsabgeordnete der Freiheit sein und wer weiß, vielleicht auch künftige Landesrätin der Freiheitlichen Uli Meier. Für hier und jetzt sage ich danke Otto Malknecht, Brigitte Voppa für diese hochinteressante und aktuelle Diskussion. Danke auch Ihnen daheim fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen, angenehmen Fernsehabend. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.